Naja, wie gesagt. Schauen, wie die Runde läuft. Wir hatten jetzt, wie gesagt, dreimal hintereinander AFK slash Rolleclown. Von daher bin ich halt gespannt, wie Runde 4 wird. Also ganz ehrlich, ich trinke ja gar keinen Alkohol aktuell. Ja, aber es ist auch so egal, um wie viel Uhrzeit ihr euer Bier trinkt. Wenn ihr Bock habt, euer Bier um 13 Uhr zu trinken, dann trinkt ihr euer Bier um 13 Uhr. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr ansonsten normaler, funktionierender Burger seid, trinkt ihr halt euer Bier um 14 Uhr. Wenn ihr nicht jeden Tag um 13 Uhr euer Bier trinkt, ist doch in Ordnung. Ich glaube, das wird erst ein Problem, wenn ihr es jeden Tag macht. Aber wenn ihr aufwacht und ihr denkt, Leute, ich bin doch ein normaler Burger. Ich gönne mir jetzt ein Bier um 14 Uhr. Das ist total okay. Oder meinetwegen auch um 7 Uhr morgens, wenn ihr aufsteht. Das erste, was ihr trinkt, ist zum Aufstehen Bier. Solange ihr das nicht immer macht, who cares? Who cares about that? Ich hatte überlegt, ob wir die Crab hier noch contesten können. Aber ich hätte eher runterrennen sollen, ne? Und den Jay vorhelfen. Nicht so gut. Ich glaube, ich komme nicht mehr ran. Ich habe keinen Mana. Ich glaube auch die Duelane roamt dahin. Die Gegner Duelane wird halt die andere Krabbe gerade machen, ne? Ich habe dennoch einen Flash. Der hatte keinen Flash mehr. Ich habe leider wenig Mana. Ich habe mein Mana-Management nicht gut gemacht. Und ich hätte achten sollen, wo unser Jungler hingeht. Der Jungler ist halt Bot-Scuttle gegangen und ich bin irgendwie Top-Scuttle rumgelaufen. Das war ein bisschen doof. Nö, nö. Er schreibt my bad, aber das war nicht sein bad. Das war mein bad, ehrlich gesagt. Das war absolut unser Fail. Ganz lieb, dass er sagt, das war seiner, aber das war es halt offensichtlich nicht. Das kam vom SimioTV. Hallo FN-Chat. Wie geht's hier? Das ist ein bisschen nervig jetzt. Bonjour. Glück hat die keinen Mana. Boah, die hat auch einen Flash, ne? Nein, J4. Oh, der Renekton ist auch noch hier. Ah, die Jinx hat einen Double geholt mit ihrer... Seht ihr mich? Seht ihr mich? Team? Okay, ich habe zumindest ein bisschen Gold bekommen. Und unsere Jinx hat einen Double Kill mitgenommen mit der Ultimate. Das war nice. Boah, ich muss eigentlich basen, ne? Ich werde den Cannon-Minion da einfach auslassen. Ich muss leider basen. Rakan war auch schon wieder Midlane. Rakan macht Schild hart in der Mitte aktuell. Der hat richtig Bock. Du, keine Verspätung. Nächstes Mal, wenn du verspätet bist im Stream, ja, da möchte ich ein Attest haben. Attest oder Entschuldigungsschreiben von den Eltern. Unterschrieben, ja. Nicht einfach nur so, sondern unterschrieben von den Eltern, bitte. Ansonsten gibt's Nachsitzen. Well played. Gut Job, Captain Rotbart. Könnte ich sein, ich habe auch einen roten Bart. Gerade nicht, weil ich komplett blank bin. Das ist die Wahl. Ich habe jetzt geholtet, weil ich wissen wollte, wo die Wahl ist. Wegen eventuellem Stil. Renekton ist auch Mitte. Ja, aber geholt, weil ich wissen wollte, wo die Vi ist. Ne? Wegen dem Drake. Pumuckl, ich glaube, Pumuckl hatte keinen Bart, oder?
Sindbad hat einen Bart. Darum heißt auch der Song Sindbad, Sindbad. Schau, was ein Bart dieses Kind hat. Der hat einen Bart gehabt, Sindbad. Pumuckl hat auch keinen Bart gehabt, Leute. Unterschrift deiner Mutter hast du im Jahrgang früher perfektioniert. Auch gut. Och no, muss das sein hier? War doch nur Basen. Pumuckl hat einen Bart? Ehrlich? Na gut. Der wurde gedived, der Jace, by the way. Das tut weh. Ich glaube, der Rakan ist wieder Midlane. Am Rumlümmeln. Ja. Schon frech. Geh bei Jeres raus. Mach das Ding weg. Ich kam leider nicht durch wegen der J4 Ultimate. Tat ein bisschen weh. Nein, meine Barrier ist nicht rausgegangen. Ich wollte mit Goldcard reinflashen, weil meine Barrier ist nicht rausgegangen. Irgendwie wurde die gebuffert oder so? Kann das sein, dass meine Barrier gebuffert wurde? Und nicht rausgegangen ist, weil ich gerade geflasht bin? Kann sowas sein? Weil normalerweise sollten ja beide Spells gleichzeitig aktiviert werden können, oder? Da macht das nicht den meisten Sinn. Jo, gönn dir dein Gameplay. Ich muss leider ulten für die Mitte. Ich will nicht, dass er die kriegt. Ist der reingeflasht? Ja. Leo, Team. Good job, good job. Da habe ich aber auch hardcore gesidesteppt. Ey, huf. Das Ding hat einen Namen. Twisted Fate, meinst du? Pumuckl hat keinen Bart. Ich glaube auch nicht, dass der... Höchstens hat er so ein kleines Ziegenbärtchen oder so. Aber Pumuckl hat auch keinen Bart. Wir haben eine Gilde angenommen, wenn Platz ist. Aber die Gilde ist sofort... Bald Platz ist, die Gilde sofort wieder voll. Wir haben auch schon eine Warteliste von... Vielen, vielen. Von vielen, vielen Leuten. Also aktuell ist hart in der Gilde angenommen zu werden. Ich will mir die Frucht da oben noch holen. Wir haben ziemlich viel Gold, ne? Genau wie der Rennek denn. Ich denke, der wird auf QSS gehen. Da war der Rennek Toe. Wir haben halt bisher den Drake auch bekommen. Das war eine coole Sache. Das heißt, wir können jetzt direkt zum Drake hin. Der hat aber... Ich glaube, der hatte gar nichts. Ich glaube, Pumuckl... Das war doch ein Kind, oder nicht? Pumuckl war doch ein Kind. Der war doch irgendwie... War der nicht irgendwie 5 Jahre alt oder sowas? Ich glaube nicht, dass der einen Bart hat, Leute. Könnt ihr mir nicht erzählen. Er hat einen Smite. Schöner Smite. Bin gerade alleine mit dir. Aufpassen. Du hast nachgeguckt, Pumuckl, kein Bart. Danke, Bruno. Fake News gewesen. Fake News wurden widerlegt. Ich lasse ihn mal für den Jay vor. Für den Jace. Der Jace hat nicht das beste Game seines Lebens. Da soll ich mal den Blue Buff nehmen. Na, der hat doch nicht so ein Ziegenbärtchen. Denkst du über eine zweite Gilde nach? Nee. Die eine Gilde jetzt mir schon zu viel Aufwand, wenn ich ehrlich bin. Okay.
Ja, nicht nur poken, Leute. Ich will gar nicht hardcore engagen. Na gut vom Rakan. Sehr, sehr gut gespielt, Leute. Das war ein guter Engage vom Rakan, aber dann war vorbei, ne? Und Mitte die Plate nehmen. Ich glaube, den ganzen können wir nicht nehmen. Ja, können wir doch nehmen. Wir sollten gehen. Bisschen zu aggressiv hier vorne gerade. Ich habe so viel Gold, ne? Ich habe 4700 Gold. Die Frage ist, ah doch, ich werde Rapid Fire holen. Doch, doch. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht skippe und dafür Rabadons hole, aber ich denke vor allem hier macht Rapid Fire sehr viel Sinn. Ich meine, für Fail macht es immer Sinn, aber ne? Ihr wisst. Ihr wisst, ihr wisst. Warum ist der auf mich gegangen? Das war ja... Rapid Fire! Gaze. Und wir können mit dem Herald hier durchpushen, ne? Das sollte gehen hier. Der nächste AFK-Spiel, Leute. Also wir hatten jetzt... Wenn der Rakan wirklich AFK geht im Gegnerteam jetzt, haben wir 4 Runden hintereinander einen AFK-Spieler gehabt. Also wenn der Rakan jetzt wirklich AFK geht, 4 Runden hintereinander AFK. Na, wir wissen ja nicht, ob er AFK geht, aber das wäre die 4. Runde hintereinander. Okay, Baron Nashor ist ab. Und der Drake kommt jetzt. Aber wenn wir den kriegen, wäre es halt der dritte für uns schon mal. Sind die alle AFK gegangen? Also ich sehe gerade Rennek, denn ich sehe Lucian. Wo ist der Rest? Da ist die Vi. Das macht aber nicht den meisten Sinn und auch nicht von der Orianna. Da ist der Lucian. Wo ist der Lucian hin? Der ist irgendwie weg, der Lucian. Okay, wenn Rakan wirklich AFK gehen, haben wir wirklich 4-mal hintereinander AFK wieder gehabt. Echt. Holy. Das ist wirklich eine Plage in dem Game hier, muss ich sagen. Ich will eine Goldkarte irgendjemandem ins Gesicht werfen. Dem da. Und mit einem Schuss ist der fast dead. Also mit einer Kombo. Ja, ich denke, wir müssen leider einen Baron machen. I guess. Und dann können wir damit finishen. Jojo. Dann gehen wir in die Basis und dann schauen wir mal. Du-du.
Oh, ich hätte, glaube ich, nicht den Lucian genommen, ehrlich gesagt. Ich wäre auf den... Ich wäre auf die Uri gegangen. Boah, der Damage von Twisted Fate Late Game, ne? Hier ist ein böses Ding. Hallo Alex, wie geht's dir? Hallo Lo. Bei mir ist alles ganz gut. Danke, danke. Ich hoffe, bei dir auch. Der Gute ist AFK gegangen.